Das ist Alice im Wunderland. Ein bisschen... Wie soll ich sagen? Psychisch kranker? Genau. Also die kennt man, glaube ich, nicht von Alice. Aber jetzt, was soll ich machen? Was, wie, was, wo? Ah, okay. Nein. Nein. Ist ein kleines Jump'n'Run-Spiel mit viel Kampfeinlagen. Und Toten. So schwer kann das doch nicht sein. Ich komme da nicht hoch. Mann! Ist doch kacke, warum geht das nicht? Warum nicht gleich so? So, aber wie gesagt, ich weiß gerade noch gar nicht, wie was funktioniert hat. Da war meine normale Waffe. Ausweichen und schießen. Das ist unsere schöne Pfeffermühle. Aber... Ah, so konnte ich die Waffe wechseln. Alles klar, jetzt bin ich wieder ein bisschen drin. Brauche ich das überhaupt? Oder kann ich hier auch wieder so rüberspringen? Nein! Okay. Habe ich irgendwie eine Fähigkeit, von der ich nichts weiß? Kacke. Komme ich doch niemals da rechtzeitig hin. Okay, gehen wir also erstmal dorthin. Und schießen das Schweinchen ab. Bringt mich auch nicht weiter. Und wir sind gerade auf jeden Fall in der Welt der Königin. Der Kartenkönigin. Davor kam eine Welt für den Hutmacher und keine Ahnung, was da alles noch kam. Ich habe abgekürzt, das ist schlimm. Muss ich den besiegen? Nö, eigentlich nicht. So. So geschafft. Alter Schwede. Ist auf jeden Fall auch schon ein etwas älteres Spiel. Nehmen wir eine Runde Schach. War ein Scherz. Ziehe den Bauern über das Schachbrett. Der gegnerische Bauer spiegelt deine Bewegung. Okay. Indem du beide Bauern zeitgleich an ihr Ziel bringst. Okay. Türme werden sich den Bauern in den Weg stellen. Warum? Beide die Läufer, sie vernichten die Bauern. Okay. Schachpuzzles müssen innerhalb des angezeigten Zuglimits gelöst werden. Ach so. Easy. So. Zu einfach. Viel zu einfach.
für ein Schweinchen wieder. Achso, und man muss Zähne sammeln, um seine Waffen zu upgraden. Ist ja logisch. Muss man ja bei The Forest auch Zähne sammeln. Zumindest im ersten Teil, um die Waffe zu verstärken. Ein Goldzahn und eine Erinnerung. Ein verschlossenes Zimmer ist wie ein Käfig. Nicht viel mehr als ein Gefängnis. Ich verachte jede Art von Verbergen. Eine sehr kurze Erinnerung. Ja, das sieht nach Wegrennen aus. Rinsekatze? Möchte irgendwas? Halte nach der Königin Ausschau, aber bedenke, sie hat auch ein Auge auf dich. Alles klar. Das hat mir sehr weitergeholfen. Gepanzerte Kartenwache. Okay. Hat ein bisschen was Dark Souls-mäßiges. Genauso hart. Okay. Einmal bücken bitte. Einmal bücken bitte. Easy. ...1040 Zähne. Wie mache ich noch? Ah, das war... Alles klar. Alles klar. Da ging es nicht hoch. So. Weiter im Kartenhäuschen. Schon immer so ein Rundblick. Alles klar. Gut, dass wir so oft springen können. Flasche. Wir müssen hoch. Genauso. Genau so war es geplant. Muss ich das nur ein bisschen bewegen und den Rest? Natürlich nicht. Ach. Ach. Flasche? Flasche. Nein. Wie ging das? Nein. Wie ging das? So. Hin wollte ich. Warum ich nicht gleich drauf gekommen bin. Wir haben unsere Puppe, die wir raufstellen können. Macht es natürlich alles einfacher. So, weiter geht's.
mehr Schaden? Ich bin mir nicht sicher. Komm mit dir. Gut. So. Dann müssen wir wohl darüber. Einmal Hebel gleichziehen. Hebel. Grinsekatze. Für die königlichen Wachen dieses Reiches sind wir allesamt kommende Opfer. Danke. Für diesen. Oh. Hätte auch einfach runterspringen können, aber warum, wenn man vier. Der ist auch unbesiegbar. Jetzt ein Bosskampf. Ein bisschen da noch. Oh, da war der Große. Der Große ist unbesiegbar. Aua. Bittest du deine eigenen Leute, ja? Aua. Nee, hat mich gar nicht getroffen. Was muss ich machen? Muss ich nicht gegen den kämpfen? Sieht ja fast so aus, als müsste ich fliehen. Aber wohin? Gucken wir uns mal die Malereien an. Ey, geh weg, geh weg, geh weg. Totenkopf, ja, tot, schön. Totenkopf. Böse, Totenkopf. Töte die Kleinen. Ich kann den doch nicht besiegen, oder? Ja, du lachst doch nur. Au! Oho! Ah! Das hat weh! Muss ich da oben rauf? Oh, das hat weh! Es geht nicht! Es geht einfach nicht! Kann doch nicht wahr sein. Was muss ich machen? Der verkohlt mich. Bin nix fürchten.
Aua, ich hänge. Ich hänge. Wo hänge ich? Weiß ich nicht, aber weg hier. Okay. So, jetzt habe ich alle besiegt. Und er lebt. Hat er vorher nicht gemacht. Und vorher hatte ich auch alle besiegt. Merkwürdig. Flasche aufsammeln. So, dann können wir ja ein bisschen verbessern, oder? Kriegen die. Also ich glaube nicht, dass wir noch eine Waffe kriegen. Machen wir das Steckenpferd noch stärker. 775 haben wir auch bald. Dann können wir das auch maximieren. Maximalisieren. Hä? Wo ist das hin? Ach, muss ich wieder die Puppe raussetzen? Ja, ist schon ein bisschen her. So. So. Achso, übrigens, herzlich willkommen nach 4 Monaten. Meine erste richtige Aufnahme hier wieder. Nach 4 Monaten. Also für ein Let's Play, meine ich jetzt. Hier. Ich mal rasieren können wenigstens. Wenigstens frisch machen für euch, aber... Nee, dann sehe ich wieder so Milchbubi-mäßig aus. Lieber nicht. So, wie gesagt... Habe ich schon in dem Ich bin zurück Video gesagt. Let's Play. Mache ich jetzt noch fertig, die 3 Spiele, die ich habe. Und danach wird es mehr in geschnittenen Videos zusammen gefriemelt. Also zukünftige Projekte. Unter anderem auch. Also ich habe ja meine Multiplayer-Spiele, die ich schneide. Mit anderen. Aber auch meine Singleplayer-Projekte in Zukunft. Achso. Schon sagen, was seid ihr denn für eklige Viecher? Meine Singleplayer-Projekte werden auch keine durchgängigen Videos mehr sein. Also nichts mehr mit 15 Stunden für ein Spiel auf YouTube. Sieht sowieso keiner an. So eine Kacke. Das interessiert die Leute nicht. Das fesselt die nicht. Ein Glück war da eine unsichtbare Plattform. Ein Glück ist ja auch eine unsichtbare Plattform. Eine Erinnerung. Hilf uns, Alice! Rette uns, Alice! Lass uns nicht allein, Alice! Lass uns nicht zurück, Alice! Bleib bei uns! Alice! Hast du vergessen? So, weiter geht's. Auf den Pilz. Ganz schön viele Pilze. Hoffentlich kriegt sie keinen Fußpilz davon. Flasche. Flasche.
Flasche. War das gewollt? Ich glaube ja, ich muss hier... Muss ich hier lang? Weiß ich nicht. Jetzt! Und wenn ja, wo muss ich danach lang? Er lächelt. Einmal ist der Wüstling mir in die Damentoilette am Bahnhof Waterloo gefolgt. Ich musste den Aufseher rufen. Stalker. Das Spiel. So, hier geht's weiter. Überall diese schönen Herzeingänge. Eigentlich ist es hier doch wunderschön, oder? Findet ihr nicht auch? Oh, oh. Oh. Boom, 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 boom. Kette ziehen. Ach, ich musste hier sogar lang. Ich sehe schon. Okay. Jetzt aber. Da lang. Weil wir es können. Ah ja, ah ja, oh, oh, ah ja, 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 ja. Uno. Dos. Rese. Quattro. Quinte. Und hoch. Wir sind so gut. So gut. Nee, das hoch. Kommen wir nochmal hoch. Nee, das ist auch doof. Komm wieder hoch. Im Ernst, wir kommen wieder hoch. Okay, wir gehen mal erstmal weiter. Uno, dos, tres, cuatro. Jetzt wären wir hier, aber wir wollen dahin. Ach ja, ist ja ganz logisch. Zuerst hoch machen und dann darüber. Ist ja ganz logisch. Oder so. Easy. Eigentlich wollte ich eh zuerst runter. Was muss, das muss. Müssen wir auf die Plattform hier warten, ne? Geschrumpft ist, ist immer besoffen. Nein, wir müssen noch da lang. So, jetzt ein letztes Mal, dann haben wir es geschafft. Endlich. Endliche. Einmal hier, einmal hoch, einmal rüber. Rüber.
rüber, hoch und hoch. Überall Sekrete. Zehn haben wir genug, um unser Steckenpferd zu verbessern. Steckenpferd, Stufe 4. Nur noch unser Messer. Das wir von Anfang an haben, aber nie verbessert haben. Okay, jetzt aber. Einmal hier. Dann wahrscheinlich... Oh, auf der Seite. Okay. Einmal hier rum. Einmal hier hoch. Einmal zielen. Einmal andere Waffen. Hup. So. Ein Glück ist das Spiel sehr, von den Rätseln her, doch sehr leicht. Hätte ich vielleicht noch machen können. So. Sieht so nach Bosskampf hier aus. Ich habe nichts gesagt. Stimmt, ich konnte irgendwie abwehren, oder? Ich weiß aber nicht mehr wie. Ist das schlimm? Ah, mit X, okay. Maske schon mal kaputt. Glück gehabt. Uhohohohoho.